So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Max Payne 2. Direkt die nächste Runde, aber mit dem passenderen Licht bei der Facecam, ne? Ist ja logisch. Und ihr werdet gesehen haben, was ich während des Zockens nicht so gepeilt habe, da oben in der Ecke, dass er halt unter die 200 gegangen ist, die ich als Limit gesetzt habe. Nun, normalerweise hat das Spiel ja V-Sync ab Werk eingeschaltet. Was im Treiber ja auch bedeutet, Einstellungen für 3D-Anwendung, dass er das vom Spiel übernimmt, und normalerweise würde das konstant bei 60 FPS maximal festgenagelt sein. Aber ich habe jetzt natürlich für Aufnahmen und so, ja, V-Sync aus per Treiber und habe ein Limit gesetzt gehabt auf 200, jetzt ist es bei 120, vorher war es bei 200. Wir haben bei 200 gesehen, dass, wenn er runtergegangen ist, CPU 2 und 3, worauf das Spiel läuft, nicht 100% ausgelastet werden. Im Afterburner war es so viel heiß wie die Engine, die kann einfach auch in gewissen Situationen nicht mehr so viel konstant, weil sonst müsste er die CPUs höher auslasten. In dem Moment tut es aber nicht. Sprich, so viel Transistoren, Schalterchen kann er vom Prozessor eh nicht beanspruchen. Die Engine kann das halt einfach nicht. Mal gucken, wie es mit 120 läuft. Ich denke, so habe ich das zuvor auch die ganze Zeit gespielt. So, genug gequasselt. Weiter geht's. Weckte mich ein Türklopfen. Ja, bei mir gibt's ja nicht nur ein bisschen Fun und Gezocke, sondern man beschäftigt sich auch mit dem ganzen Krempel ein wenig. Jemand schob einen Zettel unter der Tür. Und hier gibt's keinen dummen Lall. Falls ich das doch mal getan haben sollte, berichtige ich das. So, jetzt haben wir es aber hier. Klopft es ziemlich böse an der Tür. Ich tauchte seltsam in das ein, wollte ihn schnappen. Mein Mädchen. Ich will das dann eine Horror-Action. Ich kann sowas gar nicht ab, ne? Gucken, können wir hier was einsammeln? Painkiller oder sowas? Irgendwie nicht, ne? Alter, ey. Was kann ich überhaupt nicht haben, ne? Das ist gar nicht meins. Das haben wir hoffentlich schnell hinter uns. Das ist eine Zeichnung von einer Frau, ne? Vielleicht seine Ehefrau, die im ersten Teil da ja regelrecht hingerichtet worden ist. Vielleicht aber auch diese Mona Sachs da, mit der er wohl was hatte oder noch haben wird. Das habe ich eventuell gespoilert im weiteren Verlauf des Spiels. Muss das sein? Das ist so gar nichts für mich hier, ne? Ich hasse sowas. Ja, noch schön Lichtgeflacker, genau, ey. Das ist so etwas, was ich an Max Payne überhaupt nicht mag. Diese Grusel-Horror-Geschichten hier. Naja, gut. Was zur Hölle? Ah, ich glaube, ich weiß, was kommt. Ich meine, mich zu erinnern, das wird auch so richtig eklig hier gleich. Ah, ich habe das noch nie auf Kopfhörern so gespielt, ne? Das ist brutal mit dem Sound. Verdammte Scheiße. Max, ich wollte sie nicht wecken. Es ist ein Geheimnis. Verraten Sie es nicht. Gehen Sie besser ran. Keine Sorge, Baby. Ich bin in Ordnung.
Dann ging es mir schon mal nicht gut. Max ist jetzt hier. Du kennst Max. Ich rufe dich an, wenn es vorbei ist. Ich liebe dich. Wir müssen da rein. Payne ist da drinnen. Die wissen, dass sie es wissen. Verschwinden sie. Max Payne! Waffen fallen lassen! Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Es ist die letzte Warnung! Hauen Sie an, Payne! Weg hier! Wir werden schießen! Erledigt ihn. Macht ihn fertig. Ich denke, wir müssen abhauen, oder? Ah, lass mich doch zufrieden. Kann doch nicht weg. Sie brauchen keinen Anwalt. Sagen Sie, was Sie getan haben. Payne, Sie sind erledigt. Alles, was Sie sagen, wird gegen Sie verwendet. Was verbergen Sie? Sie lebt. Habe ich recht? Die Menschen in Ihrer Nähe sterben. Sie haben Ihre Familie getötet. Alle tot. Gestehen Sie. Was ist mit meinem Telefonanruf? Den haben Sie bereits gemacht. Treiben Sie es nicht so weit. Hinsetzen. Da liegt eine Pistole auf dem Tisch. Setzen Sie. Waffe fallen lassen. War instinktiv richtig gemacht. Mein Held. Beim Aufwachen ist die Welt verschwommen. Was im Traum noch deutlich war, macht plötzlich keinen Sinn. Keine surreale Rettung. Kein magischer Fluchtweg. Aber du bist wach. Okay, dann haben wir das wohl geschafft. Zum Glück bin ich dann da jetzt durch. Ein Türklopfen ließ mich wach werden. Hatte mich gefragt, wann sie kommen würden. Max, ich will Sie nicht umbringen. Wollen Sie mich nicht hereinbitten? Sie sind in Gefahr. Wir beide sind es. Auf uns ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Hier gibt es kein Wir. Sie sind eine Mordverdächtige. Ich müsste Sie festnehmen. Ich versteckte mich hinter meinem Abzeichen. Die Wahrheit ist niemals so, wie man sie sich vorstellt. Scharfschütze! Die haben mich gefunden. Es war ein Fehler. Mona, warten Sie! Sie hatte mich geweckt. Sie kam und ging. Und jetzt wurde auf mich geschossen. Ich musste sie finden und rauskriegen, was vorging. Tja. Den kriege mit der Kalaschnikow. Na, hab ich noch? Sieht fast so aus, ne? Wird so sein, denke ich. Da liegt der Apfel rum, den sie hat fallen lassen. Tatsächlich auch angebissen. Schon ein paar nette Details hier in dem guten alten Zock, ne? Nett, nett. Aber sind wir wieder oder noch in der Bude hier? Oh, er telefoniert, okay. Das habe ich aber hier gedrückt. Ist Max, ich bin zu Hause. Ein Scharfschütze ist am Fenster. Weitere Killer sind anscheinend hinter der Tür. Sie kommen. Ich brauche Hilfe. Max? Wir holen Sie da raus. Wer ist hinter Ihnen her? Keine Ahnung. Kann nicht reden. Muss weg. Ja dann. Ich habe dafür jetzt eh gedrückt. Das hat, kam nicht von alleine, so storymäßig. Munition ist voll. Gegen den Koffer geschlagen, da kann das sein. Ja, hab ich doch richtig gehört. Irgendwas ist doch da. Hätte ja auch ein Gegner sein können, ne? Aber gut. So, Freunde, dann wollen wir mal einen Krieg ziehen hier. Niemand zu Hause!
Verschwinde! Ja, erzähl mir morgen mehr. Tote Reinigungstypen. Da ist eine Tür offen. Etwas versperrte von der anderen Seite die Tür. Sie hatten den Aufzug blockiert. Tja, okay. Ich habe die Polizei gerufen. Die werden sie einlochen. Das ist gut. Oh nein, niemals! Niemand verjagt mich aus meiner Wohnung! Vorsicht mit der Kanone, Lady. Der Detektiv von 304? Ich habe noch so eine Waffe, falls Sie die brauchen. Ich wollte nicht schießen. Ich hatte keine Wahl. Das ist meine Wohnung. Ich darf mich doch verteidigen. Ja, die verrückten Amis, ne? Aber gut. War ja jetzt nicht so verkehrt, ne? Lady? Okay, zeigen Sie mir die Schrotflinte. Kommen Sie rein. Ja, wo hat sie die denn? Vielen Dank. Aber gern. Habe ich den nicht gerade schon aufgemacht gehabt und das da war nichts war drin? Eine gute Wohnung. Da bin ich mal gespannt, dass ich nachher eine Aufnahme, ne? Das war Hausfriedensbruch. Sie haben ja. Ist ja gut, Lady. Hast ja recht. Verschließen Sie die Tür, öffnen Sie niemandem außer der Polizei. Haben die cool gemacht. Gefällt mir. Ja, ich muss jetzt hier so ganz dämlich rumspringen, ne? Upp. Knappe Action hier, aber... Auf dem Vorsprung! Alter. Sonst geht's gut. Hin. Weg! Typen fressen meine Munition regelrecht, ne? Ja, genau, ey. Geil. Was soll ich denn das machen hier? Feigling! Oh! Verdammt! Verdammte Scheiße! Jetzt war ich zu dabei, ja. Ja, mit der mittleren Maustaste mache ich diesen Angriff da, ja. Okay. Ja, gut. Dann eben so. So, weiter mit der Hüpf-Action hier. Fast abgestürzt. Da ist ein Fenster offen. Da muss ich irgendwann irgendwie hinkommen. Der pennt erstmal eine Runde. Das ist auch geil. Komm, ich mach dir mal deinen Fernseher aus. Nein, schalten Sie es wieder ein. Sie hören es. Die spionieren mich aus. Ich ja. Oh, das ist so schwer. My Lady? Mein Lord, ich kam, um euch zu treffen. Aber jetzt sehe ich, dass dies ein schrecklicher Fehler war. My Lady, nein! Sicherlich. My Lord, ich sollte gehen. Wenn uns jemand zusammen sieht, wäre euer guter Ruf ruiniert. My Lady! Ich kann also nur dort aus dem Fenster raus. My Lord, bitte vergib mir! My Lady! Tja, der Typ ist dann wohl mal betrunken. Kaufmann will, dass wir das erledigen. Finden wir den Typen, legen wir ihn um und dann ab nach Hause. Weißt du, was das ist? Das haben wir. Verdammt!
weiß, dass du da bist. Feigling! Feierabend. Ha. Sie hatten den Aufzug blockiert. Mhm. Naja. Laufen hier durch so ein Wohnviertel. So ein netter junger Mann. Besucht eine alte Lady wie mich? Nur auf der Durchreise, Ma'am. Ein netter junger Mann. Nicht wie die von oben. Sie sagen, sie wollen renovieren. Aber es ist zu leise. Die haben nichts Gutes im Sinn. Der Doktor hat mir Pillen für meine Hüfte gegeben. Es ist aber schon besser. Nehmen Sie sie. Sie sehen etwas mitgenommen aus. Sie sind im Bad. Bei all den Reinigungsleuten sollte man annehmen, hier wäre es sauberer. Ich habe sie in den Fluren reden hören. Dieses Oh, ich erinnere mich an die sonnigen Tage auf dem Land mit meinem Ben. Oder hat die mir tatsächlich Painkiller angeboten, ja. Ihre Pillen, ja, alles klar. Cool. Interagierung mit Zivilisten. Das ist nett. Oh, jetzt muss ich weiter durch ihre Bude, ne? So wie es aussieht. Ja. Da kam ich raus, dann bin ich da rum. Und da ist ein Fenster offen. Wie soll ich da hinkommen? Da kommt noch. Irgendwie im weiteren Verlauf. Ich glaube, ich muss mich dann da runterspringen oder so, ne? Ja, dann komme ich auf den Vorsprung irgendwie, ne? Na, mal sehen. Erstmal geht's nur nach oben. Wieder. Ich hatte das Versteck des Schützen gefunden. Der Raum war voller Überwachungsausrüstung. Sie hatten mich seit Tagen, Wochen oder sogar Monaten ausspioniert. Alle meine Aktionen observiert, aufgezeichnet, analysiert. Der Raum war der Beweis, von dem jeder Paranoide träumt. Trautes Heim, Glück allein. Jetzt sind die in meiner Wohnung, ja. Einfach. Nicht wie in einem Film, wo der Held die Chance hat, die Bombe zu entschärfen. Es war einmal ein Haus in der Vorstadt. Er macht die Tür auf und bumm! Jetzt war nichts mehr davon übrig. Die Arbeitsauffassung der Cleaner gefiel mir gar nicht. Die wollten mich hochjagen und haben sich selber hochgejagt. Das ist doch sehr schön. Tja, gut. Und auch nicht gut. Winterson? Hier ist Max. Ich bin zu Hause. Ein Scharfschütze ist am Fenster. Weitere Killer sind anscheinend hinter der Tür. Sie kommen. Ich brauche Hilfe. Max? Okay, wir holen Sie da raus. Wer ist hinter Ihnen her? Keine Ahnung, kann nicht reden. Muss weg. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Payne, wo sind Sie? Sie sind wieder zu spät. Diese Schlaflosigkeitstour nimmt Ihnen keiner ab. Ich weiß, wie das ist. Ich will nur helfen. Sie sollten mit mir anonymen Alkoholikern gehen. Vielen Dank, dass du gefährliche Liebschaften gewählt hast. Für Candy drücke die 1. Für Sandy die 2. Für Mona die 3. Du hast die 3 für Mona gewählt. Hi, hier ist Mona. Wie heißt du? Ich muss nur mit jemandem reden. Süßer, wir machen hier Telefonsex. Da wird nur geredet. Okay, wie bringt man sowas in Ordnung? Wie kann man Dinge verändern? Nichts hilft. Alles wird nur noch schlimmer. Gib mir nur deine Kreditkartennummer, dann höre ich dir die ganze Nacht zu. Sie zu töten macht alles nur schlimmer. Es brachte niemanden zurück. Bist du irgend so ein Perverser? Tut mir leid, es war... Sorry. Hm.
Naja, jetzt geht das nochmal von vorne dann wahrscheinlich, ne? So. Haben wir 20 Minuten schon wieder rum, ja? Dann würde ich doch sagen, schnappen wir uns da noch den Painkiller, speichern hier ab und dann, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Max Payne 2. Bis dahin, macht's gut oder besser.